Hi und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Mitschreiben mit dem iPad in der Schule. Die letzten 2 Jahre habe ich ausschließlich GoodNotes verwendet, um alle meine Mitschriften im Unterricht zu machen und um mich auf das Abitur vorzubereiten. Dies ist das Video, welches ich mir gewünscht hätte, als ich angefangen habe, denn es zeigt, wie man sinnvoll mit der App arbeitet, sodass man schnell seine Notizen wiederfindet und gut damit lernen kann. Die einzelnen Abschnitte des Videos können über die Zeitstempel in der Videobeschreibung aufgerufen werden. Wer sich für das iPad in der Schule generell interessiert, dem kann ich mein letztes Video empfehlen. Ich möchte damit beginnen, die Grundfunktionalitäten, die GoodNotes zur Struktur und zur Organisation bietet, vorzustellen und dann 2 konkrete Ideen geben, wie man im Unterricht seine Notizen organisieren kann. GoodNotes bietet im Wesentlichen zur Strukturierung Ordner und Notizbücher. Ordner können Notizbücher, aber auch Unterordner beinhalten. Ein Notizbuch kann man sich vorstellen wie ein Heft mit anpassbarer Seitengröße und Schreibvorlage. Als Papierformat empfiehlt sich jedoch A4, sodass man ohne Skalierung ausdrucken kann. Ein Notizbuch kann in der Theorie so viele Seiten lang sein, wie man möchte. Das ist in der Praxis aber nicht sinnvoll, da ewig lange Notizbücher schnell unübersichtlich werden. Deshalb bietet GoodNotes noch 2 Extra-Funktionen, um innerhalb von Notizbüchern für Übersichtlichkeit zu sorgen. Einzelne, besonders wichtige Seiten können mit dem Lesezeichen-Symbol markiert werden und sind dadurch als Favoriten abgespeichert. Neben der Miniaturansicht, wo alle Seiten dargestellt werden, ist es auch möglich, sich nur noch die Favoriten anzeigen zu lassen. Eine andere Möglichkeit, Struktur in lange Notizbücher zu bekommen, ist es, eine Gliederung anzufertigen. Dazu einfach an der entsprechenden Stelle im Notizbuch auf die 3 Punkte tippen und die Seite zur Gliederung hinzufügen. Wenn man immer die erste Seite eines neuen Unterthemas zur Gliederung hinzufügt, ist es möglich, wie in einem interaktiven Inhaltsverzeichnis zwischen den einzelnen Kapiteln hin und her zu springen. Kommen wir jetzt zu 2 verschiedenen Ansätzen, wie man im Unterricht seine Notizen organisieren kann. Wenn man nach Abiturvorgaben Mathematik 2021 und dem entsprechenden Bundesland sucht, bekommt man die prüfungsrelevanten Inhalte in einer Tabelle angezeigt. Anstatt also ein Heft mit dem Titel Mathematik anzulegen, in dem man alle seine Mitschriften sammelt, kann man schon im Vorfeld eine Sortierung vornehmen, sodass man später vereinfacht aspektorientiert lernen kann. Falls man die Informationen, welche ich in diesem Video beispielhaft eingeblendet habe, für sein Bundesland oder seine Klassenstufe nicht findet, kann man auch einfach die Kapitelübersicht in seinem Schulbuch verwenden. Eine ganz andere Herangehensweise ist die Verwendung von mehreren Unterordnern und Quick Notes. Ich möchte das am Beispiel vom Fach Deutsch demonstrieren. Anstatt im Ordner Deutsch verschiedene Notizbücher zu haben, wie wir das gerade in Mathe gesehen haben, haben wir hier in Deutsch verschiedene Unterordner, die die einzelnen Themen darstellen. Wenn wir uns den Ordner Lyrik anschauen, so habe ich hier exemplarisch das Gedicht Sehnsucht hinterlegt. Wenn wir nun schnell Informationen zum Autor festhalten wollen, machen wir das am besten über eine Quick Note. Dafür tippt man einfach auf Neu und auf Quick Note. Wenn wir nun alle Informationen, die wir festhalten wollen, aufgeschrieben haben, brauchen wir das Dokument nur noch benennen und können die kurze Notiz schon wieder verlassen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass die verschiedenen Verschachtelungen verwirrend sein können. Der Vorteil ist, dass wir in Teilthemen eine größere Übersicht erlangen. Arbeitsblätter können ganz einfach mit der App eingescannt werden. Dabei unterstützt diese Optical Character Recognition, kurz OCR. Das bedeutet, dass der Text, der auf dem eingescannten Dokument steht, mit der Suchfunktion von GoodNotes gefunden werden kann. Am Anfang habe ich Arbeitsblätter noch parallel analog aufgehoben, später dann aber dem Lehrer zurückgegeben, da ich sie wirklich analog nicht gebraucht habe und es ja gerade schön ist, den Papierwust loszuwerden. Besonders wichtige Arbeitsblätter, zum Beispiel Zusammenfassungen für die Prüfungen oder Klausuren, lohnt es sich aber trotzdem noch analog aufzuheben, damit man sie in voller Größe zum Lernen hat. Wenn man ein Schulbuch digital hat, ist das natürlich praktisch. Allerdings würde ich sonst empfehlen, es analog mitzunehmen. Denn eine einzelne Seite oder ein Arbeitsblatt kann man einscannen, aber wenn man ein ganzes Buch einscannen möchte, dann wird man wirklich wahnsinnig. Zusätzlich möchte ich noch erwähnen, dass das iPad 9,7 Zoll oder 10,2 Zoll, welches ich Schülern aufgrund des Preises auf jeden Fall empfehlen würde, ein eher kleines Display hat. Zum Schreiben ist dieses vollkommen ausreichend, aber wenn man nebeneinander die Notizen und das Schulbuch geöffnet hat, ist das eher suboptimal.
Wie gesagt, empfehle ich als Papiergröße A4, da man dann 1:1 ausdrucken kann ohne Skalierung. Da die Größe des Standard-iPads, welches ich hier verwende, eher die Größe von A5 hat als A4, empfehle ich es, das iPad quer vor sich zu legen. Durch Doppeltippen zoomt GoodNotes auf die volle Breite, welche dann tatsächlich ungefähr A4 entspricht. Das sorgt zwar dafür, dass man immer nur die halbe Seite von seinem Arbeitsblatt sieht, erhöht aber aus meiner Sicht das Schreibgefühl sehr. Beim Lesen von schon beschriebenen Seiten wechsle ich das Hochformat. Dadurch kann man die gesamte Seite sehen. Es ist etwas kleiner, reicht aber fürs Lesen noch vollkommen aus. Am Anfang habe ich mit der Lupe gearbeitet. Diese vergrößert einen rechteckigen Bereich stufenlos. Man schreibt im vergrößerten Bereich und wenn man am Ende angekommen ist, verschiebt sich dieser automatisch. Die Lupenfunktion macht zum Beispiel die Eingabe mit dem Finger oder mit einem Stylus mit Gummikuppe deutlich einfacher, da man viel größer schreiben kann. Durch die hohe Präzision des Apple Pencils hat es sich für mich allerdings als praktisch herausgestellt, im Querformat zu schreiben. Gerade beim Ausfüllen von Arbeitsblättern ist es einfacher, in den Bereichen, die man etwas schreiben möchte, mit zwei Fingern hineinzuzoomen. Auch bei Stichpunkten bietet sich die Lupe nicht besonders an, kann bei langen Fließtexten aber sehr sinnvoll sein. GoodNotes bietet drei Stiftarten, welche unterschiedlich mit der Drucksensitivität des Apple Pencils umgehen. Das Schriftbild variiert stark je nach Stift. Persönlich gefällt mir das Schriftbild vom Füllfederhalter am besten, deswegen habe ich das für die meisten Texte verwendet. Aber auch die anderen Stiftarten haben ihre Daseinsberechtigung. So ist zum Beispiel der Pinselstift sehr gut geeignet für etwas schönere Überschriften und der Kugelschreiber durch die sehr gleichmäßigen Linien ist perfekt geeignet, um mit dem Geometrie-Tool verwendet zu werden. Das Geometrie-Tool kann für alles Mögliche verwendet werden. Neben dem Zeichnen von ordentlichen Kästen und Tabellen bietet es sich natürlich auch für den Matheunterricht an. Das Zeichnen von Koordinatensystemen und von Skizzen ist überhaupt kein Problem und durch das Lasso-Werkzeug, welches Linien verschiebbar macht, geht das Ganze sehr angenehm. In dem Zusammenhang möchte ich über ein Alleinstellungsmerkmal des digitalen Schreibens sprechen. Denn ganz anders als mit Stift und Papier können wir natürlich etwas auswählen, kopieren und an jeder Stelle wieder einfügen, an der wir es brauchen. Ganz häufig ist mir passiert, dass ich noch etwas in einen Text hineinfügen wollte und nicht genug Platz hatte. Einfach auswählen und verschieben, das ist sehr, sehr angenehm. Wer nach einer eleganten Lösung sucht, schnell ein Koordinatensystem oder etwas Ähnliches bereit zu haben, dem empfehle ich die benutzerdefinierten Vorlagen, die einem GoodNotes anbietet. Dazu einfach zeichnen, was man braucht, ein Koordinatensystem, eine Tabelle, etwas Ähnliches und diese als PDF exportieren. Dann in der Dokumentenauswahl auf das Zahnrad tippen und die Notizbuchvorlagen auswählen. Bis zum Ende einer Gruppe scrollen und das exportierte PDF als Vorlage importieren. Immer wenn man jetzt ein Koordinatensystem braucht, kann man es über das Plus und mehr Vorlagen als neue Seite hinzufügen. GoodNotes bietet eine sehr praktische Splitscreen-Funktion zum Multitasking an. Diese habe ich im Unterricht und zum Lernen vor allem in zwei Weisen genutzt. Ein großartiges Anwendungsgebiet ist es, auf der einen Seite ein Notizbuch offen zu haben und auf der anderen Seite einen Online-Artikel oder ein YouTube-Video, da man so sehr einfach die Informationen kopieren kann. Es ist auch möglich, zwei verschiedene Notizbücher oder zweimal das gleiche Notizbuch nebeneinander geöffnet zu haben. So kann man stichpunktartig aus einem Text Informationen herausschreiben. Standardmäßig öffnet GoodNotes ein Notizbuch in einem neuen Tab. Das kann sehr praktisch sein, da man so sehr schnell zwischen Notizbüchern hin und her springen kann. Ich als Linkshänder, der nicht von unten, sondern eher von oben schreibt, hatte häufiger das Problem, dass ich aus Versehen auf einen anderen Tab gekommen bin. Wenn man anfangen möchte zu schreiben und immer wieder auf einen anderen Tab kommt, dann kann das ziemlich nerven. Wer auch das Problem hat, dem empfehle ich, die Funktion in den Einstellungen auszuschalten. Die Suchfunktion ist eine extrem mächtige Funktion, denn sie durchsucht das Handgeschriebene, aber auch den Text von importierten PDFs oder von eingescannten Arbeitsblättern. Die Suchfunktion kann über zwei Wege aufgerufen werden. Einmal in einem Notizbuch über die Suche. Es kann aber auch nach einem Begriff gesucht werden, der in irgendeinem Notizbuch steht.
Dafür bietet GoodNotes auch eine globale Suche. Allgemeine Begriffe doppeln sich logischerweise und werden in sehr vielen Dokumenten gefunden. Deshalb ist es sinnvoll, nach einem seltenen Wort zu suchen, um die richtige Stelle in einem Dokument zu finden. Die Suchfunktion macht das Finden von spezifischen Stellen sehr einfach. Dadurch kann sie sogar teilweise eine fehlende Ordnung und Struktur ausgleichen. Es gibt drei Arten, seine Mitschriften zu teilen, welche sich bei mir bewährt haben. Die erste Möglichkeit ist AirDrop. Diese funktioniert besonders gut im Kursraum. Leider funktioniert sie nur mit anderen Apple-Geräten, dafür sehr schnell und zuverlässig. Im Handumdrehen sind eingescannte Dokumente gesendet oder wenn mal jemand sein Buch vergessen hat, einfach die Seite einscannen, rüberschicken. Das macht wirklich Spaß. Die zweite Art, die sich bei mir bewährt hat, ist plattformunabhängig und ganz klassisch die E-Mail. Das Versenden der E-Mail ist besonders praktisch, um seine Hausaufgaben an seinen Lehrer zu versenden oder nach einer Präsentation das Handout an die Mitschüler zu verteilen. Die dritte Möglichkeit ist natürlich, einzelne Seiten auszudrucken. Das ist nicht ganz so schön, wie Dokumente per E-Mail zu versenden, da man einen Drucker braucht. Allerdings kann es nötig sein, wenn Lehrer darauf bestehen, dass man Hausaufgaben abgibt und sie E-Mails nicht akzeptieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich mit dem Video weiterhelfen konnte und einige Fragen beantwortet habe. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Fragen zum Thema GoodNotes können gerne in den Kommentaren gestellt werden. Wer sich allgemein für das Thema iPad in der Schule interessiert, dem kann ich mein letztes Video empfehlen.